Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich grüße die Gemeinde heute am vierten Sonntag nach Trinitatis mit dem Wochenspruch Galater 6, Vers 2. Eine trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das Thema des heutigen Sonntags ist die Gemeinde der Sünde. Am vierten Sonntag nach Trinitatis werden wir daran erinnert, dass wir eine Gemeinde von Sünden sind, die der Vergebung bedarf. So haben wir auch nicht das Recht, unseren Nächsten zu richten. Wir wissen aber um die große Gnade, dass Gott gerade denen nachgeht, die in Schuld gefangen sind. Wir singen nun das erste Lied. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Geliebte in dem Herrn,
Öffnet eure Herzen. Lasst uns Gott unsere Sünden bekennen und um Vergebung bitten im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich, arme, sündige Mensch, bekenne dir Gott, dem Allmächtigen, meinem Schöpfer und Erlöse, dass ich nicht allein gesündigt habe mit Gedanken, Worten und Werken, sondern auch in Sünden empfangen und geboren bin, sodass meine ganze Natur und all mein Wesen vor deiner Gerechtigkeit sträflich und verdammlich ist. Darum fliehe ich zu deiner grundlosen Barmherzigkeit, suche und bitte um Gnade. O Herr, sei gnädig mir, armen Sünder. Amen. Wir singen nun den Troitus für den heutigen Sonntag. Lasset uns beten. Herr allmächtiger, ewiger Gott, wir bitten dich, befreie unser Herz von Mutlosigkeit und Angst. Wehre aller Selbstgerechtigkeit, die uns dem anderen gegenüber schuldig werden lässt.
Erhöre uns durch Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist uns die Liebe zum Nächsten lehrt. Allmächtiger Gott, du bist Anfang und Ende der Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hört nun die Epistel für den heutigen vierten Sonntag nach Trinitatis, wie wir sie aufgezeichnet finden im Römerbrief im 14. Kapitel. Du aber, was richtest du deinem Bruder? Oder du, was verachtest du deinem Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr eine den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Amen. Du aber, o Herr, erbarme dich unser. Thank you.
lautet nun auch das Evangelium. Den heutigen vierten Sonntag nach Trinitatis. Wir finden es aufgezeichnet bei Lukas im 6. Kapitel, die Verse 36 bis 42. Jesus sprach: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis. Kann auch ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Der Jünger steht nicht über dem Meister. Wenn er vollkommen ist, so ist er wie sein Meister. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und den Balken in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt still, Bruder, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und sieh dann zu, dass du den Splitter deines Bruders Auge ziehst. Amen. Das Evangelium von Jesus Christus ist eine Kraft Gottes, die da selig macht, alle, die daran glauben. Lasst uns nun mit der ganzen Christenheit auf Erden unseren Glauben bekennen, auf den wir getauft sind. Ich glaube an Gott, den Vater, den Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Text für unsere Predigt heute, am vierten Sonntag nach Trinitatis, steht bei Johannes im 8. Kapitel, die Verse 3 bis 11. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frische Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Amen. Lasst uns beten. Herr, öffne uns Ohr für dein rettendes Wort. Gib uns Augen für deine Herrlichkeit und Macht. Kräftige uns durch dein Wort zum rechten Leben und Denken. Und bringe unsere Hürden, Reden und Tun zum Einklang. Amen. Liebe Brüder und Schwestern in dem Herrn, Gott sieht uns in unsere Sünden und Zerbrochenheit und doch liebt er uns. Liebt uns wie niemand anders. Die ehebrecherische Frau in unserem heutigen Predigttext, zerbrochen, zerrissen und verurteilt. Aber anstatt sie zu verurteilen, vergab Jesus ihr. Da steht sie nun, die Frau, beim Ehebruch erwischt, von der Masse getrieben durch die Gassen von Jerusalem. Da steht sie jetzt im Tempelvorhof, verängstigt, eingeschüchtert, die Todesstrafe erwartend. Die Frau wurde beim Ehebruch frisch ertappt. Nun hat sie die Strafe verdient. Von dem Mann, der hier Ehebruch tat, ist keine Rede, obwohl er doch die gleiche Strafe verdient hat. Die Gesetzeslage ist nach jüdischem Recht eindeutig. Sie hat den Tod durch Steinigung verdient. In 3. Mose 20, Vers 10 aber steht: Wenn jemand die Ehe bricht mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide des Todes sterben, Ehebrecher und Ehebrecherin, weil er mit der Frau seines Nächsten die Ehe gebrochen hat. Da gibt es nichts zu deuteln oder zu beschönigen. Nun steht sie hier, die Frau, das Angesicht verborgen und verhüllt. Sie wird zum Spielball von Machtspielen zwischen den Schriftgelehrten und Pharisäern auf der einen Seite und Jesus auf der anderen Seite. So wird sie durch die Gassen von Jerusalem getrieben und auf den Tempelvorplatz vor Jesus gestellt. Was mag sie dabei gedacht haben? Hat sie vielleicht nun ihre Schuld bewusst einfach über sich ergehen lassen? Die Pharisäer und Schriftgelehrten suchen nach Gerechtigkeit. Sie sind Menschen, die im jüdischen Sinne für Recht und Ordnung sorgen. Ganz besonders im religiösen Bereich, im Umgang mit Gott. Es ist eine ehrenswerte Verpflichtung, dass das Gesetz Gottes eingehalten wird. So war für sie klar, dass der Ehebruch eine Sünde vor Gott war und die volle Härte der Strafe treffen muss. So ist es sicher erst einmal wichtig, richtig, dass sie nach der Gerechtigkeit fragen. Auch Jesus widerspricht ja ihrem Handeln nicht. Es war ja mosaisches Recht und sicher haben sie schon Steine in ihrer Hand oder im Mantel, Steine, die sie auf die Frau werfen wollen. Für sie ist eindeutig klar, die Frau
hat den Tod verdient. Aber auf der anderen Seite macht es sie schon neugierig, wie denn Jesus auf diesen Vorfall hier reagiert. Wenn er sagt, die Frau darf nicht gesteinigt werden, widerspricht er das Gesetz. Andererseits, wenn er sagt, die Frau soll gesteinigt werden, wo ist dann der Anspruch auf Barmherzigkeit? Endlich eine gute Möglichkeit, ihm eine Falle zu stellen. Besser kann es doch für sie gar nicht laufen. Sie wollen ja Jesus festnehmen. Und Jesus, wie reagiert er auf diesen ganzen Tumult, den die Pharisäer und Schriftgelehrten hier anstiften? Er sitzt einfach da, so als wenn ihn das ganze Treiben der Pharisäer und Schriftgelehrten nicht angeht. Er sitzt hier und schreibt und malt auf dem staubigen Boden im Tempelhof. Was wird uns nicht gesagt? Aber nun nimmt das ganze Geschehen auf einmal eine Dramatik zu. Jesus stellt den Anklägern frei, den Stein des Gerichts zu werfen. Aber sogleich macht er die Ankläger selbst zu Anklägern. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Überprüft euer eigenes Leben, ehe ihr Steine auf die anderen werft. Lebt ihr ohne Sünde? Sünde vor Gott, bleibt er Sünde. Egal, ob sie klein ist oder ob sie groß ist, egal, ob du einen Bleistift geklaut oder die Ehe gebrochen hast, es ist immer ein Fehlverhalten, das zur Trennung von Gott führt. Jesus sagt, überprüft euch und euer Leben und dann werft den Stein. Die Menschen wird klar, wie kann ich Zeuge in einem Gerichtsprozess sein, wenn ich selber Dreck am Stecken habe? Die Stimmung der Männer ändert sich. Aus dem Lärm der Anklage wird die Stille der Selbsterkenntnis. Ich kann das nicht tun, weil ich selbst vor Gott schuldig bin. Das Weggehen der Ältesten, Pharisäer und Schriftgelehrten ist quasi für diesen Augenblick ein Schuldeingeständnis. Mit wenigen Worten macht hier jetzt Jesus sein ganzes Heilshandeln deutlich. Wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete, niemand, Herr. Und Jesus sprach, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige ihn fort nicht mehr. Da gibt es keine große Belehrung und Vermahnung, nur wenige Worte. Aber es sind Worte, die das Leben dieser Frau verändern. Es sind Worte, die Wirkkraft haben. Es sind Worte des Lebens, es sind Worte der Liebe Gottes zu uns Menschen. Eins ist klar, das Verhalten der Frau ist Sünde und Jesus toleriert sie nicht. Aber er gibt ihr die Chance zu einem Neuanfang. Er eröffnet ihr ein neues Leben. Sie erfährt auf ihrer Suche nach Liebe eine ganz neue Liebe. Da gibt es einen, der mich liebt, ganz und gar. Sie fühlt sich neu angenommen. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Was heißt das für uns heute? Auch wir sind Sünder und haben das Gericht und die Strafe Gottes verdient. Es spielt dabei keine Rolle, ob wir nur einen Bleistift geklaut haben oder ob wir einen Menschen betrogen haben. Vor Gott sind auch wir schuldig. Wir sind von Gott getrennt. Aber das Gericht Gottes ist schon für uns geschehen. Der eine, der uns verdammen könnte, hat für uns dieses Gericht ertragen am Kreuz. Darum gelten seine Worte auch für jeden, für uns ganz persönlich. So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Liebe Gemeinde, ein Mann erzählt seinem Freund, dass sie ihren Pastor gekündigt haben. Sein Freund fragte, warum? Der Mann sagte, weil er uns sagte,
wir gehen alle in die Hölle. Der Freund fragte, was sagt denn der neue Pastor? Der Mann sagte, er sagt auch, wir gehen in die Hölle. Der Freund sagte, also wo ist der Unterschied? Und der Mann sagte, als der erste Pastor es sagte, klang es, als wäre er es genießen und froh darüber. Als der neue Pastor es sagt, klingt es, als würde es sein Herz brechen. Es sollte unser Gebet und unser Wunsch sein, Menschen durch die Augen Jesu zu sehen und Menschen mit Gottes Liebe zu lieben. Das Markenzeichen unserer Gemeinde sollte sein, dass es sich um eine liebevolle Kirche handelt. Es gibt Zeiten, in denen wir die Möglichkeit haben, diese Liebe, die wir von Gott empfangen haben, zu demonstrieren und eine neutestamentliche Kirche zu sein. Wir sollten üben, was wir predigen und leben, was wir verkünden. Wozu bringt Religion und Tradition uns Menschen? Macht sie uns gefühllos anderen Menschen gegenüber? Anscheinend kann das passieren. So zeigt das uns jedenfalls die Szene aus unserem Predigttext heute. Auch wir Christen müssen uns fragen lassen, in welche Richtung schlägt denn bei uns das Pendel ein? Gefühllosigkeit, Gleichgültigkeit, Grausamkeit? Oder in Richtung Nächstenliebe, Barmherzigkeit, Geduld? Jesus sagt, so verdamme ich dich auch nicht. Hier wird kein verantwortungsloser Mensch bestätigt, der bei nächster Gelegenheit wieder leicht in Schuld auf sich lädt. Hier wird nicht von außen entschuldigt oder gerechtfertigt. Jesus spricht nur das, was schon geschehen ist. Die Frau wird nicht verdammt, weder von Menschen noch von Gott. Sie hat ihre Schuld gesehen, angenommen, getragen und bereut. Sie hat Gottes Erbarmen erlebt und seine Vergebung empfangen. Nun darf sie kein Mensch mehr bestrafen. Die Ankläger müssen mit ihrem Verzicht auf die Steinigung nur nachvollziehen, was Gott schon beschlossen hat. Die Frau hat Gnade vor ihm gefunden. Nun darf kein Mensch sie mehr verurteilen. Überhaupt ist unsere Sünde, die wir vor Gottes Gebot und Gesetz auf uns laden, immer zuerst eine Sache, die Menschen mit Gott entzweit und sie vor ihm schuldig macht. Gott will, wenn den Menschen ihre Schuld leid ist, barmherzig sein, verzeihen und neues Leben schenken. Der Wochenspruch gibt uns die Richtung vor. In Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Mit den Lasten, mit den Fehlern und Sünden soll einer den anderen tragen, geduldig, barmherzig, aus Liebe, ohne Gegenleistung zu erwarten. Das ist das Gesetz, das Jesus Christus uns gibt. Wir sind von Gott angenommen. Er schenkt uns seine ganze Liebe. Doch das hat Konsequenzen für unser Leben. Die Frage nun, wie gehen wir mit unserem Nächsten um? Werden wir für sie zum Ankläger vor Gott? Oder bringen wir sie die Liebe und Barmherzigkeit Gottes dadurch, dass wir bereit sind, sie zu vergeben? Erheben wir Steine, um sie auf den anderen zu werfen, oder legen wir sie zur Seite und leben ein Leben der Barmherzigkeit und der Vergebung in der Nachfolge von Jesus Christus? Und das ist unser ganzer Punkt der Gnade. Diese Frau verdiente den Tod. Sie hat es nicht verdient zu leben. Aber Gott gab dieser Frau und uns allen frei, die auch kein Leben verdient haben, um Jesu Christi willen, ist uns gnädig. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Lasst uns beten. Gesegnet seist du, Gott. Dein ist die Erde und das, was darinnen ist. Und was wir dir bringen, haben wir von dir empfangen. Wir bitten dich im Namen Jesu, nimm uns und unsere Gaben in Gnaden an. Amen. Gelobt seist du, Gott des Himmels und der Erde. Du hast deinen Sohn Jesus Christus vom Tode erweckt und uns das Licht des Lebens geschenkt. Du lässt das Feuer des Geistes vom Himmel in unsere Herzen fallen. Herr, wir danken dir für deine Güte, wie der du uns umgibst und hältst. Wir haben es nicht verdient, dass du so viel Geduld mit uns hast. Du hast in deine Liebe und Zuneigung zu uns ist unergründlich. Du siehst zwar unser hartes Herz und unsere stolzen und hochfahrenden Gedanken, dennoch schenkst du uns immer wieder von Neuem die Möglichkeit, neue Menschen zu werden. Herr, wir bitten dich, vergib uns alle bösen Gedanken, mit denen wir andere richten und verurteilen. Vergib uns, dass wir oft so unversöhnlich sind, dann haben wir nicht Gedanken der Liebe und des Friedens, sondern des Hasses und der Zwietracht. Herr, wir sehen den Splitter im Auge unseres Nächsten, aber den Balken in unserem eigenen Auge nehmen wir nicht wahr. Schnell sind wir mit dem Urteil über die Schwächen des Anderen, aber unsere eigenen Fehler sehen wir nicht. Herr, lass uns in Liebe und Frieden miteinander umgehen, damit wir lernen, die Lasten des anderen mitzutragen. Vergib uns unsere Schuld, damit auch wir frei werden, anderen die Schuld zu erlassen. Herr, du bist das Licht der Welt und die Hoffnung unseres Lebens. Wir vertrauen dir alles an und verlassen uns auf Jesus Christus. Amen. Thank you.
sei mit euch. Aufwärts die Herzen. Dank sagen lasset uns dem Herrn, unserem Gott. Wahrhaftig ist es billig und heilsam, dass wir dir immer und allenthalben Dank sagen. O Herr, heiliger, allmächtiger Vater, ewiger Gott, durch Christum unseren Herrn, durch welchen deiner Majestät loben die Engel, anbeten die Herrschaften, fürchten die Mächte. Die Himmel und die Himmelkräfte samt den seligen Seraphim in einhelliger Freude preisen. Mit ihnen wir bitten dich, lass auch unsere Stimme zu dir gelangen, die wir in demütigem Bekenntnis sagen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zukomme dein Reich, dein Wille geschehe im Himmel auch auf der Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, als wir vergeben unseren Schuldigen. Und führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, der verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach, gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet ihn und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, sollst du zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle draus, dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Sollst du so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Kommt, denn es ist alles bereit.
Der Herr sei mit euch. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich. Halleluja. Lasset uns beten. Wir danken dir, allmächtiger Gott, dass du uns durch dieses heilige Sakrament wieder gestärkt hast und bitten deine Barmherzigkeit, dass du uns solches gedeihen lassest, zu starkem Glauben gegen dich und zu lebendiger Liebe unter uns allen, um Jesu Christi, unseres Herrn, willen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.